Liebe Studierende, mein Name ist Margarete Buch und ich bin deine Studienberaterin an der HFM Detmold. Ich möchte dir in diesem Tutorial erklären, wie du dir Leistung aus einem vorangegangenen Studium anerkennen lassen kannst. Dabei solltest du vorab wissen, dass du dir Leistung nicht anerkennen lassen musst. Du entscheidest selbst, was du dir anerkennen lassen möchtest. Dazu musst du einen Antrag ausfüllen. Du findest den Antrag auf unserer Homepage auf der Seite des Studierendenservice im ABC des Studiums unter A wie Anerkennungen oder auf der Seite der Studienberatung. Der Antrag steht auf Englisch und auf Deutsch zur Verfügung. Diesen Antrag möchte ich dir jetzt näher erklären. Auf der ersten Seite des Antragsformulars findest du einen Leitfaden. Hier werden viele deiner allgemeinen Fragen zur Anerkennung bereits beantwortet. Auf der zweiten Seite findest du nun den Antrag, den du gerne am PC ausfüllen kannst. Nachdem du deine allgemeinen Daten hier eingetragen hast, gib hier nun bitte den Studiengang an, für den du dir Leistung anerkennen lassen möchtest. Zum Beispiel Bachelor of Music, Instrumentalpädagogik. Sowie dein aktuelles Hauptfach, zum Beispiel Violine. Und dein aktuelles Fachsemester, zum Beispiel das erste Fachsemester, weil du dein Studium gerade begonnen hast. Im Folgenden gibst du an, wo du die Leistung bereits erbracht hast. Wenn es sich dabei um ein Studium der HFM Detmold handelt, weil du hier mehrere Studiengänge studierst oder studiert hast, dann kreuze dieses Feld an. Du hast hier zum Beispiel schon studiert den Bachelor of Music. Orchestermusiker und studierst nun beide Studiengänge parallel. Wenn du dir Leistungen aus einem Studium einer anderen Hochschule anerkennen lassen möchtest, dann kreuzt du hier an und gibst den Namen der Hochschule, zum Beispiel Hochschule für Musik und Tanz in Köln, Deutschland, an und den Studiengang, den du dort studiert hast, zum Beispiel Bachelor of Music, Streicher. Hier in der Tabelle wird es jetzt konkret. In der linken Spalte trägst du ein, welches Fach du dir auf dein aktuelles Studium anerkennen lassen möchtest. Bitte trag die Bezeichnung des Faches so genau wie möglich ein. Am besten nimmst du dir hierfür deinen Studienplan zur Hand und schreibst die Bezeichnung von dort ab. Zum Studienplan gibt es übrigens auch ein Tutorial von uns. Nehmen wir als Beispiel, du möchtest dir anerkennen lassen, Musiktheorie 1 mit der Nummer 20100. In der nächsten Spalte trägst du ein, wie das Fach oder die Leistung heißt, die du im Rahmen eines Studiums bereits erbracht hast, damit wir das zuordnen können. Zum Beispiel hast du in Köln allgemeine Musiklehre belegt. Wenn es sich um eine Leistung handelt, die du im vorherigen Studium mit einer Prüfung abgeschlossen hast, kannst du in dieser Spalte dazu nähere Angaben machen. Du hast allgemeine Musiklehre zum Beispiel mit einer Klausur abgeschlossen und die Note 1,0 erhalten. Die rechte Spalte lässt du bitte frei. Für die Anerkennung musst du dem Antrag Nachweise über deine bereits erbrachten Leistungen beifügen. Dies ist normalerweise das Transcript of Records, also die Leistungsübersicht deines vorherigen Studiums. Ohne entsprechende Nachweise ist die Bearbeitung des Antrags leider nicht möglich. Bei ausländischen Dokumenten brauchen wir zudem eine deutsche oder englische Übersetzung der Nachweise. Zum Schluss unterschreibst du den Antrag und schickst ihn zusammen mit den Nachweisen an studienberatung@hfm-detmold.de. oder gibst ihn persönlich im CIS ab. Sobald eine Entscheidung über deinen Antrag getroffen wurde, bekommst du einen Brief per Post von uns. Ich hoffe, das Tutorial war hilfreich für dich. Bei Fragen zur Anerkennung kannst du dich immer gerne an mich wenden.